Lieben, schön, dass ihr wieder ein bisschen Zeit für mich hattet. Heute möchte ich euch gerne einige meiner Favoriten aus der letzten Zeit zeigen. Ihr wisst ja, dass ich das nicht monatlich mache. Das schaffe ich auch gar nicht. Und normalerweise habe ich auch nicht so viele neue Favoriten innerhalb eines Monats, dass es sich lohnen würde, da jeden Monat ein Video für euch zu drehen. Aber mittlerweile haben sich so ein paar Produkte herauskristallisiert, ohne die ich nicht mehr sein möchte. Und dachte mir, ich teile das mal mit euch, weil ich diese Videos grundsätzlich auch sehr gerne selbst schaue und mir da gerne auch mal die ein oder andere Inspiration mitnehme für mich. Außerdem steht ja jetzt bald Weihnachten vor der Tür, ne? Und da sind ja auch alle noch mal auf der Suche nach tollen Weihnachtsgeschenken und vielleicht ist ja da was für euch mit dabei, wo ihr denkt, ja, das könnte ich dem oder der einen oder anderen dann doch zu Weihnachten noch besorgen. Genau. Es sind nicht so ganz so viele Produkte. Ich habe versucht, mich so ein bisschen auf das Wichtigste zu beschränken. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar, als allererstes möchte ich gerne euch hier diesen Pinselbaum zeigen. So sieht der aus. Der ist von Mange, wie auch immer. Ja. Den habe ich über Amazon gekauft. So sieht der aus. Ihr seht, hier sind verschiedene große Löcher mit solchen Silikonlippen, sage ich jetzt mal. Und da steckt ihr dann einfach kopfüber die Pinsel rein und lasst sie dann da trocknen. Und das ist wirklich ein Teilchen, von dem ich mir jetzt auch demnächst definitiv ein zweites zulegen werde, weil ich da einfach ohne nicht mehr leben kann. Oder besser gesagt, ohne dieses Teil kann ich nicht mehr leben. Es geht super schnell, was das Trockenwerden der Pinsel angeht. Also manchmal sind die Pinsel wirklich schon über Nacht trocken. Große Gesichtspinsel, jetzt die sehr voluminös und fluffig sind mit vielen Pinselhaaren. Dauert es natürlich ein wenig länger. Aber ich sag jetzt mal, Augenpinsel sind damit super schnell trocken. Und außerdem schont ihr natürlich damit auch eure Pinsel, weil ihr durch diese vertikale Aufbewahrung oder Trocknungslage auch entgegenwirkt, dass die Pinsel Haare verlieren, dass das Wasser eben nicht in die Pinsel, in den Pinselschaft hineinlaufen kann. Und somit ja, habt ihr dadurch auch viel, viel länger was von euren Pinseln und was will man mehr? Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Ich habe das Teilchen über Amazon bestellt. Und werde euch diesen Link auch mal in die Infobox packen für all diejenigen, die an diesem Teil interessiert sind. Das gibt es in Weiß, wie ich es jetzt hier habe, und auch in Schwarz. Kostet, glaube ich, roundabout 11, 12 Euro, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und das war wirklich eine Investition, die sich gelohnt hat. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr dieses Teilchen bestellen solltet und es kommt bei euch an, dann ist hier über den ganzen Flächen ist so eine Folie gespannt. Die sieht so ein bisschen paketmäßig aus, ja, so braun. Die könnt ihr aber an einer Stelle dann abknibbeln und abziehen. Das ist einfach nur zum Schutz, dass eben hier eure Fläche nicht zerkratzt bei der Transportation. Und was ich halt auch super finde, man kann das total schön platzsparend dann einfach in eine Schublade packen. Ich bewahre es eben auch in dem Karton auf, weiterhin in meiner Schublade vom Schminktisch. Und ja, das nimmt keinen Platz weg und wenn ich es dann brauche, nehme ich das raus. So, jetzt habe ich alleine 4 Minuten wahrscheinlich schon über dieses Teilchen gesprochen. Aber ja, ich bin da einfach auch mit Herzblut dabei und deswegen wollte ich euch da auch ein bisschen mehr zu sagen. So, weiter geht es mit zwei Pinselfavoriten. Und zwar ist das zum einen hier ein Pinsel von Morphe. Ich hatte ja vor einiger Zeit mir da ein paar Pinsel mal bestellt, um einfach zu schauen, sind die den Hype eigentlich wert?
Wenn der Interesse besteht, kann ich gerne ein Review-Video zu den Morphe-Pinseln machen, die ich besitze. Da sind nämlich durchaus sehr, sehr gute Pinsel dabei, aber auch Pinsel, die ich jetzt so nicht weiterempfehlen würde. Schreibt mir das einfach mal. Genau, der Pinsel, von dem ich hier spreche, der ist in meiner Routine überhaupt nicht mehr wegzudenken, deswegen auch benutzt. Das ist dieser Pinsel hier von Morphe. Das ist die M438. Und das ist hier so ein spitz zulaufender Pinsel, sehr, sehr weich. Und ja, den verwende ich total gerne zum Setten meines Concealers, weil der sehr gut eben in diese Bereiche hineinpasst und das meiner Meinung nach auch eben sehr, sehr gut macht. Ja, M438. Und ja, jeden Morgen wirklich, wenn ich mich schminke, im Einsatz ein heiliger Gral von mir. Und der zweite Pinsel, auf den ich aktuell nicht mehr verzichten kann, das ist ein Kabuki von Kiko. So sieht der aus. Wenn ich das Wort Kabuki sage, muss ich immer an meinen Freund denken. Und zwar hatte ich mal mit der lieben Manu telefoniert und mein Freund hat wahrscheinlich mit so einem halben Ohr hingehört. Und da habe ich ihm auch von einem Kabuki gesprochen. Und seitdem hat mein Freund die Anwandlung, immer wenn ich irgendwie das Wort Kabuki in den Mund nehme oder er einen Kabuki sieht, dann fängt er an, Kabuki, Kabuki, weil er das irgendwie total lustig findet, das Wort, ist aber auch echt ulkig. Okay, zurück zu dem Kabuki hier, zu dem Pinsel von Kiko. Der war aus einer Limited Edition aus der Midnight Siren LE. Ich glaube, das war letzten Sommer, also letztes Jahr Sommer oder sogar schon der Sommer davor, ich weiß es nicht. Kommt auch in so einem kleinen, süßen, schwarzen Paillettentäschchen, so. Und ja, ich kann ohne dieses Teil einfach nicht mehr leben. Das ist so weich. Also ich hatte noch nie so einen weichen Pinsel, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe ganz oft das Problem bei Puderpinseln, dass wenn ich die irgendwie über einen längeren Zeitraum verwende, dass ich das Gefühl habe, dass die oberen Spitzen der Pinselhaare irgendwie scharfkantig werden und dann wirklich beim Einbuffern oder so mir das tatsächlich weh tut auf der Haut. Kann aber natürlich auch an meiner Haut liegen, ich weiß das nicht genau. Aber bei dem ist es mir, wie gesagt, bisher noch nicht passiert und ist deswegen mein Schätzchen. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass ich davon keinen zweiten habe. Er ist ja nun auch nicht mehr erhältlich. Falls eine Dame von euch da draußen diesen Pinsel hat und nicht mit ihm zurechtkommt oder er vielleicht auch einfach nur trostlos in der Ecke rumsteht und ihr ihn einfach nicht verwendet, dann meldet euch sehr gerne bei mir, denn ich würde eurem Pinsel dann ein wirklich sehr liebevolles Zuhause bereiten und ihn dann auch regelmäßig wirklich verwenden. Ja. Also da würde ich mich sehr freuen, falls da eine von euch dabei ist, die diesen Pinsel gerne abgeben möchte. Ja, ansonsten schaut doch einfach mal auf Kleiderkreisel, auf eBay. Vielleicht habt ihr irgendwo Glück. Auch vielleicht bei einem Insta-Sale oder Blog-Sale oder was auch immer. Ich habe natürlich meine Augen und Ohren nicht überall, bin mittlerweile leider auch nicht mehr auf diesen Pinsel gestoßen, aber vielleicht können wir uns da einfach gegenseitig unterstützen. Ja, toller, toller Pinsel. Ich benutze den eben zum Setten meiner Foundation und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich jetzt seit einiger Zeit eher wirklich ölige Haut habe, dass ich das Puder wirklich sehr, sehr fest ins Gesicht einpressen und buffern muss, damit meine Foundation auch wirklich lange hält, beziehungsweise ich nicht ständig nachpudern muss. Natürlich kann man das auch mit einer Puderquaste machen, aber mir gefällt das grundsätzlich mit einem Pinsel besser und der ist dafür wirklich super geeignet, weil er den ausreichenden Widerstand gibt, aber eben schön weich ist. Ja. Jetzt hatte ich wohl gerade einen geistigen Hänger. Und wusste nicht mehr, ob ich noch was sagen wollte oder nicht. Also mir fällt jedenfalls jetzt nichts mehr zu dem Pinsel ein. Sollte mir jetzt bei der Bearbeitung nochmal was einfallen, blende ich euch das sehr gerne ein. Oder schreibt es nochmal unten mit in die Infobox rein. Also jedenfalls toller, toller Pinsel.
So. Dann würde ich euch gerne zwei Parfums zeigen. Normalerweise ist ja bei mir hier auf dem Kanal parfumtechnisch nicht ganz so viel los. Ich habe euch einen Alltagsduft fürs ganze Jahr mitgebracht und einen Duft für abends. Oder eben auch wahlweise einen Duft für Frühjahr, Sommer und für Herbst, Winter. Also der etwas leichtere Duft ist hier von Chloé. Das ist auch das ganz normale Chloé klassische Parfum. Da gibt es sehr, sehr viele Ausführungen und Varianten, aber das ist das klassische Chloé Parfum. Hatte ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder 1 Jahr von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen und trage ich seitdem wirklich sehr, sehr gerne. Es ist ein Rosenparfum. Und Rose hat ja sehr, sehr oft die Anwandlung, schnell nach Oma zu riechen und altbacken. Ich finde, dass der mit meiner Hautchemie, sage ich mal, sehr, sehr gut harmoniert. Man riecht zwar schon nach Rose und blumig, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nach Oma rieche. Es ist ein sehr weiblicher, femininer, blumiger Duft. Toll, wie gesagt, für den Frühling und Sommer, wenn ihr was Leichtes für jeden Tag sucht. Das ist wirklich mittlerweile so mein Signature-Look, was Parfum angeht. Und ich werde da auch sehr, sehr oft drauf angesprochen, dass das irgendwie an mir wohl sehr, sehr gut riecht. Und ja, deswegen möchte ich euch dieses Parfum nochmal näher bringen. Denn gerade diese etwas älteren Parfums, die schon sehr, sehr lange im Standardsortiment verschiedener Parfummarken sind, werden ja oft oder gehen ja oft in Vergessenheit, weil immer wieder was Neues rauskommt. Ne? Also dieser Duft ist wirklich toll für alle diejenigen, die blumige, feminine, rosige Düfte mögen. Und selbst wenn ihr bisher so das Vorurteil hattet, Rose, das geht irgendwie nicht für mich, riecht einfach mal dran. Mehr als, dass es euch nicht gefällt, kann ja nicht passieren. Und ich werde ihn weiterhin nachkaufen. Er ist wirklich jetzt schon, ja, da ist nur noch ein Drittel drin, würde ich sagen. Und ich werde mir den auf jeden Fall wieder nachkaufen, wenn der Duft leer werden sollte. Der zweite Duft, von dem ich gesprochen habe, wird leider so in der Originalfassung nicht mehr hergestellt. Und darüber bin ich wahnsinnig traurig. Das ist für mich so mein Duft, den ich trage, wenn ich abends weggehe, essen gehe, was trinken oder auf Partys eingeladen bin. Und im Herbst und Winter trage ich ihn auch gerne tagsüber, weil es einfach ein etwas schwererer Duft ist. Das ist jetzt hier die Nachmache. So sieht der Duft aus. Das Originalparfum ist von Valentino und heißt Rock and Rose Couture. Ja, und das hier ist der nachgemachte Duft von Kick. Der heißt Sexy Dentel. Könnt ihr da auf diesem Schildchen sehen. Und das ist wirklich ein 1:1 Dupe. Und ich sprühe mir den jetzt gerade nochmal auf, dass ich euch den vielleicht etwas besser beschreiben kann. Das ist ein etwas schwererer, sinnlicher, verführerischerer Duft. Im Gegensatz eben zu dem anderen eher was für abends oder Herbst, Winter. Und ich würde sagen, der ist so ein bisschen herber als jetzt so der typische Abendduft. Was ich ja überhaupt nicht mag, sind so süße Düfte oder so sehr orientalische schwere Düfte. Und das ist eher so ein etwas herberer, schwerer Duft. Aber trotzdem weiblich, sehr, sehr sexy und mysteriös. Und deswegen mag ich den total gerne. Ich bin ein bisschen traurig, der ist jetzt bis zur Hälfte ungefähr leer hier, dass ich das Originalparfum nicht mehr bekomme. Ich hatte den Originalduft, bevor ich diesen hier gefunden habe im Kick. Und der ist mir leider gekippt. Den hatte ich wirklich viele, viele Jahre und den hatte ich irgendwie aber nie auf dem Schirm. Und als ich den Duft dann für mich entdeckt habe, war der Duft leider gekippt und ich musste ihn wegschmeißen. Falls ihr bei Kick öfters sein solltet und die haben diesen Duft wieder im Sortiment, weil ich glaube, dass diese nachgemachten Düfte bei Kick wirklich immer mal wieder reinkommen. Ich glaube nicht, dass die
nur einmal da sind und wenn weg, dann weg. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die immer mal wieder reinkommen. Gerade wenn dieser Valentino-Duft eigentlich gar nicht mehr hergestellt wird und ich habe den vor einem Jahr oder so noch gekauft bei Kick, dann ist das ja schon ein etwas älterer Duft gewesen. Und deswegen glaube ich, dass das immer mal wieder reinkommt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Solltet ihr den Duft, hier diesen Sexy Dentelle mit dieser schwarzen Spitze, nochmal bei Kick entdecken, dann schreibt mir bitte ganz, ganz schnell, sagt mir bitte Bescheid. Dann werde ich mir nämlich da auf jeden Fall das ein oder andere Backup zulegen, weil das definitiv mein Signature-Duft ist für Herbst und Winter und für abends. Gut, dann habe ich jetzt ein paar dekorative Sachen für euch, die ich euch gerne zeigen würde, von denen ich total überzeugt bin. Und zwar erstmal zwei Blushes. Einmal ist das das Defining Blush in der 060 Rosewood Forest von Catrice. So sieht dieses Blush aus. Das ist ein super Alltagsblush, jetzt eben auch für Herbst und Winter. Ist eben so ein rosenholziger Ton, super gut pigmentiert. Und der passt einfach im Herbst und Winter, würde ich mal behaupten, zu eigentlich fast jedem Make-up-Look. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Man muss wirklich bei diesem Blush sehr stark darauf aufpassen, dass man einen Blushpinsel verwendet, der das Blush nicht so draufpackt, sondern eher schön locker aufträgt. Weil sonst kann man sich mit diesem Blush definitiv sehr, sehr schnell overblushen. Nachteil an diesem Blush ist natürlich leider, dass er nicht mehr im Standardsortiment erhältlich ist. Aber vielleicht haben ja einige von euch diesen Blush noch bei sich in der Schublade liegen und haben den auch irgendwie aus dem Fokus verloren. Und da kann ich euch eben einfach nur sagen, schaut ihn euch nochmal an. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schätzchen, was aktuell sehr, sehr gut in die Jahreszeit passt. Außerdem natürlich wie immer könnt ihr euer Glück bei Kleiderkreisel und Co. versuchen. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück werdet ihr den da auch noch finden. Das zweite Blush, was ich euch gerne zeigen würde, ist eher so mein Alltagsblush wirklich für jeden Tag. Jetzt nicht nur für Herbst und Winter oder für abends, sondern wirklich für jeden Tag, das ganze Jahr rundherum, rauf und runter habe ich den bisher auch getragen. Ich habe euch den auch schon mal gezeigt. Das ist von Max Factor, ein Pastell-Kompakt-Blush in der Farbe 10 Nude Mauve. So sieht dieses Blush aus. Ich muss natürlich faires halber dazu sagen, dass das eigentlich nur ein Alltagsblush ist für sehr helle Hauttypen. Denn wenn ihr ein mittlerer Hauttyp seid, dann wird man dieses Blush auf euren Wangen nicht mehr sehen. Dann ist das vielleicht ein schönes Puder für unter die Augen vielleicht, weil es so ein bisschen lichtreflektierende Pigmente hat. Oder auch für Damen unter euch, die nur ein sehr, sehr subtiles Highlight mögen. Dann eben für auf die Wangenknochen. Aber für alle Mädels unter euch, die wirklich sehr, sehr helle Haut haben, ist das ein toller Alltagsblush. Und vielleicht könnt ihr auch erkennen, diese Kuhle, die da eigentlich auf diesem gebackenen Blush ist, habe ich auf jeden Fall auch schon runtergenudelt. Und ich habe auch ein Backup von diesem Blush. Upsala. Jetzt ist er mir runtergefallen, er hat es aber überlebt. Keine Sorge, Mädels. Genau, ich habe nicht von vielen dekorativ-kosmetischen Produkten ein Backup, von diesem hier schon und das heißt etwas, definitiv. Ja, jetzt habe ich hier irgendwie eine Haarsträhne im Gesicht, die mich sehr nervt. So, jetzt ist wieder alles gut. Weiter geht es mit einem weiteren Puderprodukt und zwar ist das ein Mattifying Powder Translucent von Soap and Glory. Das heißt One Heck of a Blot. So sieht das aus. Ihr wisst ja, Soap and Glory hat immer wunderschöne Retro-Designs auf ihren Produkten. Und das ist jetzt hier das translucente Puder. Da ist eine kleine Puderquaste mit dabei. Ihr habt einen Spiegel im Produkt und das transparente Puder. Könnt hier sehen, dass ich das schon neu gepresst habe, weil ich wirklich nur noch den äußeren Ring in diesem Produkt hatte. Das heißt, das neigt sich jetzt langsam dem Ende. Ich benutze dieses Puder wahnsinnig gerne, um meinen Concealer zu setten, eben in Verbindung mit diesem Pinsel hier, oder um meine Foundation zu
fixieren in Verbindung mit diesem Pinsel hier. Ich habe das Gefühl, dass dieses Puder nicht so trockene Haut macht. Deswegen funktioniert es für mich auch eben unter den Augen sehr, sehr gut. Und es mattiert sehr schön. Ich kann jetzt nicht behaupten, ob das jetzt ein Puder ist, was verhältnismäßig wahnsinnig lange mattiert, aber es mattiert mich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen weich zeichnet, muss ich sagen. Und deswegen mag ich das einfach wahnsinnig gerne. Ja, das Problem mit Soap & Glory Produkten ist, zumindest was die dekorative Kosmetik angeht, dass die nicht mehr bei uns oder ich glaube noch nie bei uns hier in Deutschland erhältlich waren. Ich hatte mein Produkt aus England, die liebe, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die liebe Schminkschnubbel, hatte mir von ihrem London-Trip, glaube ich, war das, dieses Puder mitgebracht und deswegen, ja, kam ich da dran. Ich habe gesehen, dass man Soap & Glory dekorative Kosmetik auch bei Amazon bestellen kann. Wundert euch nicht, dieses Puder ist grundsätzlich etwas teurer, ich glaube um die 20 Euro. Also seid ihr da auf jeden Fall in der MAC-Region unterwegs. Aber man kann es auf jeden Fall über Amazon auch hier in Deutschland beziehen. Genau. Und wenn das leer ist, habe ich zwar noch ein transparentes Puder hier bei mir zu Hause. Aber es ist auf jeden Fall eins der besten Puder, das ich bisher verwendet habe. Und sollte mich eins der anderen Puder, die ich zu Hause habe, nicht mehr überzeugen im Laufe der Verwendungsphase, dann würde ich mir das auch auf jeden Fall nachkaufen. Ja, dann hatte ich eben schon ganz viel über Concealer gesprochen, Concealer-Setten, Pinsel und so weiter. Jetzt möchte ich euch gerne auch meinen Concealer-Favoriten zeigen. Und das ist wahrscheinlich keine Überraschung für die ein oder andere, denn dieser Concealer ist sowieso auf YouTube in aller Munde. Es handelt sich um den Naked Skin Concealer von Urban Decay. Ich habe jetzt hier die Farbe Fair Neutral und der ist auch schon komplett aufgebraucht. Ich habe auch den Stopper schon rausgenommen, den habe ich restlos aufgebraucht. Ist eben auch kein günstiges Schätzchen. Urban Decay kostet über 20 Euro auf jeden Fall. Hier sind leider auch nur 5 ml enthalten. Aber der Concealer ist wirklich super ergiebig, kann ich euch nur sagen. Ihr braucht ganz, ganz wenig von diesem Concealer. Deswegen hält er trotz seiner geringen Menge sehr, sehr lange. Ich habe auch am Anfang zu viel von diesem Concealer verwendet und dann hat er wirklich sich auch in die Linien abgesetzt und so weiter. Irgendwann hatte ich dann das Händchen raus, brauchte nur noch ganz, ganz wenig Produkt, hatte eine super Deckkraft und er ist bei mir auch nicht in die Fältchen gekrochen. Natürlich setze ich ihn trotzdem, einfach damit er mir dann wirklich auch den ganzen Tag hält. Aber grundsätzlich kann ich das hier total unterschreiben, was hier steht. Weightless Complete Coverage Concealer, Light Diffusing. Ja, hier sind auch Peptide drin. Das ist sicherlich gut dann eben auch für unsere Haut. Und er ist parabenfrei. Ich mag ihn total gerne. Ich habe aktuell noch andere Concealer hier bei mir zu Hause. Deswegen habe ich ihn mir jetzt erstmal noch nicht nachgekauft. Aber das wird auf jeden Fall der Fall sein, wenn ich meinen Bestand aufgebraucht habe. So, weiter geht es mit einer Glitter Base. Und zwar ist das hier der Glitter Glue Shadow Insurance von Too Faced. Es gibt die normale Shadow Insurance. Das ist eben der normale Eyeshadow Primer. Und das ist jetzt hier nochmal speziell eine Variante für Glitzer. Ich benutze diesen Glitter Glue wahnsinnig gerne eben natürlich für Glitzer, wie der Name schon sagt, aber auch für Pigmente, denn wenn ihr die Pigmente auf dieser Base auftragt, habt ihr wirklich so gut wie keinen Fallout. Und auch Glitzer, ich habe nicht so viele Glitter fürs Auge zu Hause, aber die Glitter, die ich in der letzten Zeit damit verwendet habe, hielten bombenfest. Also ich habe da über den Tag verteilt kein einziges Glitterkörnchen im Gesicht gehabt. Und deswegen bin ich von diesem Glitter Glue wirklich wahnsinnig begeistert. Too Faced ist natürlich leider auch in Deutschland wieder nicht ganz so einfach zu bekommen.
entweder über Sephora oder vielleicht habt ihr auch eben Glück über Kleiderkreisel, eBay etc. pp. Für all diejenigen, die das aber nicht möchten, kann ich euch den NYX Glitter Glue sehr empfehlen. Den könnt ihr bei Douglas bestellen. Der kostet, glaube ich, 9 Euro und ist in so einer holographischen Verpackung. Der ist von der Konsistenz her zwar etwas anders als dieser hier, der ist noch etwas pastiger. Der von NYX ist doch etwas flüssiger, aber wenn man den einarbeitet, dann werden beide so sticky, tacky, wie auch immer, also so kriegen einfach ein bisschen Grip und Widerstand. Und deswegen könnte der von NYX auf jeden Fall ein gutes Dupe für euch sein, wenn ihr A, nicht so viel Geld ausgeben wollt und B, ungern eben im Ausland oder an diese anderen Shops bestellen wollt. Und das letzte dekorative Produkt, was ich euch gerne zeigen würde, was ich wirklich in den letzten Wochen und Monaten geliebt habe, ist mein Anastasia Beverly Hills Glow Kit in der Variante Moonchild. Ich kann dazu gar nicht wirklich viel sagen. Es ist einfach ein Träumchen. Ihr habt hier 6 Highlighter-Farben enthalten. Ich hatte, als ich den Haul dazu gedreht habe, auch schon ein bisschen was dazu gesagt, dass ich es etwas schade finde, dass sich jeweils 2 Puder relativ ähnlich sehen. Das heißt, im Grunde genommen sind es eigentlich nur 4 Highlighter-Farben, obwohl ihr 6 Highlighter bekommt. Denn Blue Eyes und Purple Horseshoe sehen sich sehr ähnlich und Star und Blue Moon sehen sich sehr ähnlich. Diese beiden Highlighter hier, Lucky Clover und Pink Heart, sind dann doch wirklich nochmal total anders. Aber bei dieser Reihe hier, muss ich sagen, da sieht sich doch einiges sehr, sehr ähnlich. Im Fändchen überhaupt nicht, aber dann auf den Wangen kann man da doch schon Ähnlichkeiten erkennen. Nichtsdestotrotz muss ich euch sagen, habe ich dieses Glow Kit geliebt. Ich weiß gar nicht, ob ihr vielleicht auch so ein bisschen schon hier die Abnutzungsspuren erkennen könnt. Ja, also natürlich sind das etwas außergewöhnlichere Highlighter. Also wir haben hier was Pinkstichiges, was Grünliches, wir haben hier was Lila-Bläuliches mit dabei. Aber ich muss sagen, das gibt so wirklich einen sehr interessanten Twist einfach auf dem Gesicht. Und ja, hier ist der pinke, das ist der grünliche und das ist der lilane, bläuliche. Das ist einfach wirklich was Besonderes. Es ist durchaus, finde ich, auch im Alltag tragbar, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ich habe überhaupt kein Problem damit, die jeden Tag zu tragen, auf der Arbeit, in der Freizeit, in der Uni, beim Weggehen abends, das ist mir total egal. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Ja, ich liebe, liebe, liebe sie und deswegen liebäugle ich eben auch mit der neuen Alchemist-Palette, die von Kat Von D rauskommen soll jetzt im Dezember. Da sind 4 Highlighter-Farben enthalten und eben auch solche duochromen Farben. Und diese Palette ist zwar jetzt nicht wahnsinnig groß, also ungefähr so wie meine Handfläche, aber ich glaube, dass diese Palette von Kat Von D noch mal ein bisschen handlicher ist. Und also ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal einen Highlighter aufbrauchen sollte, dann bin ich mir ganz sicher, dass das einer von diesen hier ist. Ich habe wirklich viel Geld für diese Palette bezahlt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, die ist es sowas von wert gewesen für mich und ich bereue den Kauf absolut überhaupt nicht. Ja. Zum Schluss habe ich jetzt noch 3, ich sag jetzt mal, Hautpflegeprodukte für euch. Und zwar möchte ich da erstmal beginnen mit der Intensive Hand and Body Lotion von Obey Your Body. So sieht diese Creme hier aus. Ich verwende die hauptsächlich als Handcreme und finde die wirklich sehr, sehr gut. Ich bin da drauf aufmerksam geworden an meinem Geburtstag. Da war ich mit meinem Freund in Oberhausen im Zentro. Und da gibt es einen Stand in diesen Einkaufspassagen, sag ich jetzt mal, von Obey Your Body. Und
da wurden wir eben angesprochen und auf die Produkte aufmerksam gemacht. Wenn ich mich nicht recht entsinne, sind das definitiv medizinische Produkte, deswegen eben auch geeignet für Leute mit Hautkrankheiten und schwierigen, sensiblen Hauttypen. Vorrangig muss ich sagen, bin ich davon so begeistert, weil ich die Pflegewirkung total gut finde. Ich finde wirklich, dass sie meine Hände sehr schön pflegt und auch sehr schön einzieht einfach in die Haut. Aber der Teil, der mich auf jeden Fall dazu veranlassen wird, immer wieder diese Creme nachzukaufen, ist der Duft. Wir haben jetzt hier die Variante Kiwi. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt hundertprozentig sagen würde, dass es nach Kiwi riecht. Ich denke, man kann auf jeden Fall die Kiwi wiedererkennen. Und da wirklich so wenige Produkte nach Kiwi riechen, bin ich wirklich absolut obsessed mit diesem Duft. Oh, ich bin süchtig nach diesem Duft. Ich hätte da wirklich gerne ein Duschgel von, eine Handseife, ein Parfüm am besten noch, ein Bodyspray. Das riecht so, so gut. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt nur für meine Nase so ist, ne? Das ist ja immer wieder der Fall. Das ist immer sehr, sehr subjektiv. Oh, aber dieser Duft, ich bin wirklich süchtig danach. Natürlich kann jetzt nicht jede von euch nach Oberhausen jockeln und dort einkaufen. Aber Obey Your Body hat auch einen Online-Shop. So, ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Online-Shop sieht für mich jetzt so ein bisschen merkwürdig aus. Was heißt merkwürdig? Er sieht jedenfalls nicht so super professionell aus, wie jetzt zum Beispiel Douglas oder so. Es ist eine sehr, sehr einfach gehaltene Webseite, vom Layout, vom Webdesign einfach. Und es ist irgendwie auch so, dass die ständig Rabattcodes haben. Also wenn ihr euch da für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr bestimmt einmal im Monat oder alle 2 Monate von irgendeiner Rabattaktion, werdet ihr da informiert. Und die Produkte an sich sind halt leider einfach nicht besonders günstig. Wir haben das Peeling ja auch da, was mein Freund total liebt und super begeistert davon ist. Und das kostet, glaube ich, 30 Euro, wenn man das jetzt ohne Rabatt kaufen würde. Und deswegen bestellen wir da auch immer nur, wenn die Rabattaktionen haben, 20%, 25% mit Gratisbeigaben und so weiter, versandkostenfrei, weil es ansonsten wirklich sehr, sehr teuer ist. Falls ihr wirklich mal gewillt seid, etwas Neues auszuprobieren, was Hautpflege angeht, und ihr vielleicht wirklich auch Psoriasis habt oder Neurodermitis, ähnliches, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Probiert es mal aus. Ihr müsst ja nicht gleich da eine 150-Euro-Bestellung loswerden, ne? Aber vielleicht, also was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist nicht unbedingt jetzt hier im Grunde genommen diese Handlotion. Das ist jetzt kein Must-Have. Ich mag die einfach nur total gerne, weil ich die sehr schön pflegend und reichhaltig finde und den Duft liebe. Aber wenn ihr wirklich einen Teil nur davon bestellen wollt, um einfach mal die Firma kennenzulernen und um zu gucken, ist das was für mich, dann bestellt euch das Peeling. Wirklich, bestellt euch das Peeling, diesen Pot in Kiwi aus meiner Sicht und versucht das mal als Handpeeling, aber auch eben als Bodypeeling und ihr werdet bestimmt begeistert sein. Da bin ich mir ganz sicher. Okay, das war jetzt dieses Teil hier. Dann habe ich hier etwas von Paula's Choice und zwar das Skin Perfecting 2% BHA Gel. So sieht das aus. Das ist eben ein Gel mit Salicylsäure und soll gegen Mitesser und Unreinheiten helfen und eben auch Rötungen reduzieren, die Poren eben nicht nur befreien, sondern eben auch minimieren von der Größe. Das ist ein Produkt, was wirklich morgens und abends verwendet werden kann auf dem ganzen Gesicht,
Nein, hier steht doch twice daily. Ja, once or twice daily. Also einmal oder zweimal am Tag könnt ihr dieses Produkt verwenden. Ich verwende das eben nach der Gesichtsreinigung und vor meiner Pflege. Und ich benutze es aktuell aber nur einmal am Tag. Und das ist eben wirklich so eine gelige Konsistenz. Ihr habt hier oben einen Pumpspender. Das zieht super schnell ein, auch im Gesicht. Und ich habe das Gefühl, also es ist ein chemisches Peeling, ne? Da sind keine Peelingpartikel drin oder so. Dass es wirklich meiner Haut sehr, sehr hilft. Also ich habe jetzt wieder wahnsinnige Probleme mit Hautunreinheiten und nehme das jetzt aber auch schon wieder eine Zeit lang nicht. Also am Anfang kann es wirklich zu einer Verschlimmerung kommen, weil einfach alles aus der Haut rausgezogen wird. Und wenn ihr das Produkt dann wirklich langfristig verwendet, dann wird eure Haut aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr schön ebenmäßig und die Poren verkleinern sich, ihr habt weniger Probleme mit Mitessern und Pickeln. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt mit jeder Haut funktioniert. Ich habe zum Beispiel von der Manu gehört, die hatte die Lotion. Also es gibt da auch drei verschiedene Konsistenzen. Es gibt das Gel, es gibt das als Lotion und es gibt es auch als flüssiges Gesichtswasser sozusagen. Jedenfalls immer mit 2% BHA. Und ihr hat es scheinbar nichts geholfen langfristig. Das tut mir sehr leid, aber ich bin davon wahnsinnig überzeugt. Worauf ihr allerdings achten müsst, wenn ihr chemische Peelings verwendet, ihr müsst einen Lichtschutzfaktor tragen, weil dieses chemische Peeling ja sozusagen die abgestorbenen Hautschüppchen runternimmt von eurem Gesicht und eben die frische neue Haut zum Vorschein bringt. Und wenn ihr die nicht mit Lichtschutzfaktor schützt, dann wird diese neue, sehr, sehr hilflose Haut direkt angegriffen und geschädigt. Und dann hättet ihr natürlich den gegenteiligen Effekt und würdet schneller altern und Falten bekommen und Pigmentstörungen und so weiter. Ja. Sehr, sehr hochpreisiges Produkt. Wenn euch Produkte aber von Paula's Choice grundsätzlich interessieren und ihr euch da mal was anschauen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wartet doch bis in den April oder bis zum April. Da ist dann wieder Glamour Shopping Week und Paula's Choice ist da, meine ich, auch jedes Mal mit dabei. So, und zum Schluss möchte ich euch ein wirklich verdammt, verdammt, verdammt teures Produkt zeigen, das mich aber absolut vom Hocker gerissen und überzeugt hat. Ich habe euch das nicht in einem Haul gezeigt, aus genau diesem Grund, weil es nämlich wirklich mega teuer ist für das, was es ist und ich es nicht in die Kamera halten wollte, bevor ich nicht weiß, ob das wirklich das hält, was es verspricht. Und ob es das Geld wert ist. Und deswegen, weil es kann ja sein, dass jemand mein Haul sieht und mich reden hört und denkt, ach ja, okay, alles klar, ich kaufe das nach. Und dann hat das jemand wegen mir gekauft und dann hält es nicht, was es verspricht. Und dann würde ich einfach, ja, ich hätte ein schlechtes Gewissen, sagen wir es so. Deswegen zeige ich es euch jetzt hier, weil ich es wirklich über den Sommer, über den Spätsommer, den Herbst verwendet habe und begeistert und überzeugt bin von diesem Produkt. Es handelt sich um ein Produkt der Firma Murad oder Murad. Und zwar ist das das Invisible Perfecting Shield mit SPF 30. So, so sieht dieses Teilchen aus. Was ist das Ganze? Dieses Produkt ist quasi ein Gesichtsprimer und ein Lichtschutzfaktor in einem. Hier steht ja Lichtschutzfaktor 30 drauf. Also, zum einen ist es so, dass es die Haut ausgleicht und so ein Stückchen die Unebenheiten im Gesicht einfach ebnet, heißt ganz feine Linien, Poren und so weiter. Die werden auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, geblurrt, wie das hier auch steht. Natürlich kann hier keiner eure riesengroßen Krater im Gesicht wegzaubern, aber es wird auf jeden Fall eine ebenmäßige Unterlage fürs Make-up gebildet, sodass das Make-up da drauf einfach sehr, sehr schön gleichmäßig und ebenmäßig aussieht. So. Zusätzlich ist da eben auch
SPF 30 mit drinne. Und da ich ja, wie gesagt, regelmäßig dieses Produkt hier verwende, brauche ich einen täglichen Lichtschutzfaktor. Das Problem mit Lichtschutzfaktoren, was ich habe, ist einfach, die sind meistens, wenn es wirklich um 30er oder 50er geht, sehr, sehr fettig. Und das verträgt sich mit meiner aktuell fettigen Mischhaut einfach nicht so gut. Ich kriege dadurch Pickel, ich mag dieses fettige Gefühl nicht auf der Haut, das zieht nicht ein, das klebt, das kann ich einfach nicht leiden. Dieses Produkt hier ist von der Konsistenz so ein bisschen silikonig und wenn man das auf die Haut aufträgt, ist das binnen Sekunden, also 2-3 Sekunden, ist das, hat sich das aufs Gesicht gelegt bzw. mit der Haut verbunden. Und es ist wirklich so, als hättet ihr nichts mit eurer Haut gemacht. Dementsprechend muss man natürlich sagen, das Gesicht fühlt sich dann mit nicht gepflegt an oder so. Hier steht zwar Treats drauf, also Treats, Blurs und Protect. Gepflegt fühlt sich die Haut nicht an. Aber wenn euch dieses Produkt interessiert, schaut mal vorbei bei Feel Unique, habe ich das, glaube ich, bestellt. Da steht dann sicherlich auch noch mal mehr über die Inhaltsstoffe und was da genau drin ist. Ich kann ohne dieses Produkt nicht mehr leben, weil es genau das perfekte Produkt ist für das, was ich suche. Ich suche einen Primer, der eben meine Foundation superklasse aussehen lässt und einen Lichtschutzfaktor. Und ich habe keinen Bock, im Grunde genommen zwei Produkte zu verwenden nacheinander, weil es ist erstens mehr Arbeit, es dauert länger und zweitens habe ich bisher keinen Lichtschutzfaktor fürs Gesicht gefunden, der wirklich so unauffällig und ja wirklich invisible ist wie dieser hier. Ihr habt auch eben keinen weißen Schleier auf der Haut, ne? Wenn ihr ein dunkler Hauttyp seid oder sogar sehr dunkel, dann kennt ihr das von Lichtschutzfaktoren, dass die so einen weißen Schleier auf eure Haut bringen und das geht einfach gar nicht. Also der ist wirklich komplett unsichtbar. Und ja, ich tue mich da echt so ein bisschen schwer, euch das zu empfehlen, weil es einfach so scheiße teuer ist. Aber ich werde mir das Teil, wenn das leer ist, auf jeden Fall wieder nachkaufen. Koste es, was es wolle, dann warte ich, dass es irgendwie bei Feel Unique oder sonst wo wieder einen Rabattcode gibt. Oder ich lasse mir einen Gutschein schenken oder irgendwas. Also ohne dieses Teilchen werde ich nicht mehr sein. Außerdem finde ich sehr, sehr gut, dass ihr von diesem sehr teuren Produkt nichts verschwendet, weil es wird hier nach oben gepumpt durch diesen Pumpspender hier. Es ist A, sehr, sehr hygienisch und eben überhaupt nicht verschwenderisch. Ihr benutzt alles bis zum letzten bisschen und deswegen ist das für mich einfach perfekt. So, jetzt habe ich sehr, sehr lange gequatscht. Ich hoffe, das war eher positiv für euch, weil ihr mehr zu den Produkten erfahren habt, ich mehr ins Detail gegangen bin und euch wirklich umfassend über das Produkt informiert habe und nicht nur, ach, das finde ich toll und das finde ich toll und das finde ich toll gesagt habe. Dass es einfach grundsätzlich eher bereichernd für euch war als anstrengend und nervig. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich total von euch zu lesen in den Kommentaren. Schreibt mir sehr, sehr gerne von euren Favoriten, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuschauen und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!